Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ja, tatsächlich ist es nicht das erste Mal für mich auf YouTube, sondern ich hatte eine etwas längere Pause. Und zwar habe ich vor 5 Jahren schon mal Star Stable gestreamt, aber wie man vielleicht sich denken kann, 5 Jahre ist viel Zeit und viel Zeit ist vergangen. Und ich habe in der Zeit nie aufgehört, wirklich Star Stable zu spielen, weil das Spiel einfach geil ist und ich es einfach liebe. Aber ich habe halt nicht mehr gestreamt, weil ich auch einfach keine Zeit dafür hatte. Die will ich mir aber jetzt wieder nehmen. Ich würde auch wahrscheinlich demnächst Star Stable streamen wollen. Aber erstmal nur in der Videobranche teilnehmen, damit ich erstmal wieder reinkomme. Auf jeden Fall, falls ihr das Video seht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren ein bisschen Feedback da lasst. Um mich selber zu verteidigen, das ist jetzt alles noch ein bisschen auf Billo-Basis gemacht, meine Videos, weil ich halt noch nicht weiß, wie läuft das Ganze, lohnt sich das Ganze. Wenn sich das Ganze lohnt, würde ich mir auch ein ordentliches Schnittprogramm holen und für die Thumbnails und was weiß ich alles, das, was man halt alles braucht, würde ich mir besorgen. Jedoch weiß ich halt noch nicht, wie sich das Ganze letztendlich dann rentiert für mich. Ja, also ich spiele das Spiel wirklich schon seit langer Zeit, seit 2014. Um genau zu sein, damals war der Grafikstil halt wirklich noch sehr veraltet und im Gegensatz zu jetzt wirklich hässlich. Viele vermissen ja den alten Grafikstil, aber ich bin persönlich sehr froh, dass wir jetzt modern unterwegs sind. Mir gefallen die neuen Pferde einfach besser und auch die neue Ausrüstung, die neuen Sättel, einfach alles viel realistischer macht das Ganze natürlich viel besser. Ja, also bei der Baroness habe ich auf jeden Fall schon einmal den ersten Platz und zweimal den dritten Platz belegt. Ich wäre natürlich froh, wenn ich diesmal die Silberschleife absahnen würde. Wir werden sehen, was sich da machen lässt. Vielleicht kacke ich jetzt auch übel sein, weil ihr mir zuguckt und ich mir denke, okay, jetzt einfach mal von der schlechtesten Seite zeigen. Genau, im Moment bin ich viel am Racen, um meine Highscores zu knacken, um halt auch Jorvik-Schillinge zu farmen. Weil die Ausrüstung so teuer geworden ist, dass man einfach auch das machen muss, meiner Meinung nach, wenn man alles haben möchte. Ich bin nämlich so ein bisschen Outfit verrückt. Ich könnte mir den ganzen Tag nichts anderes machen, als das zu kaufen. Ja, also, genau. Also ich muss halt ehrlich sagen, meine Chancen stehen halt nicht so gut im Champ, weil ich halt keinen Araber Pinto habe. Damals, als er rausgekommen ist, habe ich mir halt keinen gekauft. Und jetzt sehe ich es irgendwie auch nicht mehr ein, Geld dafür auszugeben, für ein Pferd, was halt veraltet ist und was mir nicht mehr gefällt. Also die Gangarten sind für mich einfach schrecklich. Und deswegen sehe ich es halt nicht ein. Deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen benachteiligt, weil ich immer alles mit meinem Pasofino reite. Aber wir werden sehen, was das Ganze hier bringt. Ich sehe halt schon, wie ich übelst rein kacke, wenn ihr mir zuguckt, aber wir werden sehen. Gerne könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie lange ihr Star Stable schon spielt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich kenne tatsächlich nur noch wenige, die schon Level 23 oder kurz davor sind. Was ja viel darüber aussagt, wie lange man das Spiel schon spielt, weil man, glaube ich, wenn man jetzt anfängt, gar nicht dieses Level erreichen kann. Von daher würde es mich auf jeden Fall mal interessieren. In einem Club bin ich übrigens derzeit nicht, weil ich für die Clubaktivitäten relativ wenig Zeit habe. Tatsächlich bin ich schon längere Zeit am Überlegen, in den Club reinzugehen. Aber ich bin mir da irgendwie unschlüssig, weil ich nie so in diesem Club-Ding drin war, wie man da vorgeht, um sich einen auszusuchen. Ich bin halt relativ flexibel, dadurch, dass ich in Star Stable mittlerweile gar keine Freunde mehr habe. Also nicht, dass ich jetzt. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe halt keine mehr auf der Freundesliste, die aktiv spielen. Und deswegen bin ich halt nicht servergebunden. Eigentlich kann ich überall hinwechseln, wenn ich lustig bin. Ohne dass mich jemand vermissen würde. Von daher bin ich da eigentlich relativ flexibel, aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, wo ich letztendlich hin möchte. Genau. Also falls ihr mir da Tipps geben könnt, auch sehr gerne gesehen.
Tatsächlich überlege ich gerade, ob ich meinen ersten Platz verschenke, um mir den zweiten zu holen für die Schleife. Aber ich glaube, dafür bin ich leider ein bisschen zu sieggeil, dass ich das machen würde. Ja, auf jeden Fall nice. Erster Platz im ersten Video. Ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das Video fandet. Und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ihr könnt mir ja gerne ein paar Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag. Genau, heute ist Freitag. Also dann, ciao, ciao, haut rein.